So, da wären wir wieder und ihr seht schon, Mega Man guckt schon so grimmig. Oh, Magnet Man, ich mach dich fertig. Ja, Magnet Man. Ja, ganz schön dürr, der Spargel-Tarzan. Magnet Man oder Magnetmann. Magneto. Ne, das ist auch das X-Men. Und ihr seht schon, alles ist hier. Oh mein Gott. Ja, die Dinger ziehen mich nach oben. Die sehen so geil aus. Ja, die ziehen mich nach oben. Aber das lasse ich natürlich nicht zu. Und wieder mal Proto-Man, wie wir hören. Seine bekannte Melodie, auf was er sie spielt, versteht keiner. Er hat auch einen wunderschönen Ablauf. Er sieht aber so klein aus, kann er sein? Was ich gelesen habe, ist, dass Proto-Man... Also, das sind ja alle drei Remakes. Also, Mega Man 1 bis 3 sind ja Remakes von der NES-Version. Und Mega Man hat man, wie ihr seht, ja ein wenig schmaler gemacht. Also, mehr nach oben gezogen. Aber wie ich gelesen habe, hat man Proto-Man so gelassen. Man hat ihn nur farblich geändert, bisschen. Was man genau farblich geändert hat, weiß ich nicht. Ich glaube, den Stern auf seinem Helm. Ansonsten hat man ihn so klein gelassen. Und was ist das? Oh mein Gott! Oh, diese Dinge. Ich werde mich bei Mega Man 3 nicht so aufregen wie bei... Oh Gott! Nicht so aufregen wie bei 2, weil es läuft alles... Puh! Es läuft ganz schön chillig eigentlich alles. Deshalb habe ich gar keine Gründe, mich aufzuregen. Klar, viele denken, ah komm, das ist doch lustig und so. Nee, ist es... Ist es eben nicht... Für euch vielleicht, aber nicht für mich. Dadurch geht meine Stimme flöten. Und... So, das sind nur Staubsauger? Ja, das ist, saugt nur. Ach, kacke. Vielleicht werde ich mich aufregen, man weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was auf mich noch zukommt. Ach Gott, da hätte ich das nur genommen. Nein! Oh, bitte. Ich, wie ich es hasse. Ja, wie ich es liebe. Ich bin so gut, ey. Na, fucky, fucky, fucky. So, warte. Hier? Na, scheiße, wenn das Ding nicht da wäre. Dieser Staubsauger. Warte, ich gehe hier... Ey, leck mich! Nicht schon wieder. Ich habe mich so bei Heatman aufgeregt. Nein! Ja, komm jetzt aber, komm, ey. Jawohl. Kann ich da... Ja, Gott, ey, geil. Nein! Nein! Oh! Nein! Fuck! Ich hasse dich! Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! Ich kann mich so damit nicht anfreunden, ey. Mit diesem Scheiß. Das hier ist ja noch in Ordnung. Aber das hier... Das ist brutal. Rush Jet haben wir doch. Scheiße, fuck. Fällt mir jetzt ein. Rush... Das ist... Rush hier hüpfen, damit wir hochkommen. Weil ich weiß, dass man im dritten Teil, also hier mit Rush, lenken kann. Ja, man kann ihn lenken. Seht ihr? Und super. Ja, scheiße. Okay. Ich darf nicht zu viel Power verbrauchen, weil ich sie definitiv hierfür noch brauchen werde. Sehr schön, Lubu, sehr schön. Du hast noch alles im Kopf. Ja, und jetzt müsste ich sie eigentlich aufladen, aber... Ja, mache ich auch gleich. Und die Musik ist so ein bisschen entspannend, würde ich sagen. Was meint ihr? Shit. Okay, warte, aber hier. Weil ich weiß, dass in irgendeiner Stage man die Power sehr braucht. Sehr.
Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Castle war, also Wily. Aber man braucht sie irgendwo. Und, na, ich habe schon gedacht, ich... Oh. Das sind solche Instant-Death-Teilchen, wo sobald du mit dem Ding in eine Berührung gelangst, direkt tot. Oh, wir sind schon beim Boss. Wir sind beim Boss, beim Boss, beim Boss. Und diese Rakete verfolgt mich und ist weg. So, was ist gegen... Ich versuch's mal mit der Needle Power einfach. Nö, Rhinesliden, Kretsche, Kopf kaputt, Head Scissor, was auch immer, Wrestling Moves und Magnet Mentor. Ja. Bring... Oh Gott, 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 Gott. Oh, wie geil er aussieht. Snake Man? Nee, auch nicht. Das Blöde ist... Wow! Shadow Man, alles klar. Ah, komm. Ja, Shadow Man ist es. Shadow Man ist so ein bisschen der Metal Man. Ne? Also der verteidigt Metal Mans Position sehr schön, wie ihr seht. Nur fliegen nicht die Säge, also nicht die Shuriken, fliegen nicht durch das ganze Bild, sondern kommen wieder zurück. Das ist so eine Kombination aus Quick Man und Schamalamadingnungman. Aus Quick Man und Metal Man. Also richtig geil. Shadow Man. Liebe ich. Und wir haben Magnet Power bekommen. Was wir damit anziehen können, man weiß es nicht. Keine Frauen zumindest. Weil das klappt nicht. Mega Man. Er ist nicht schwul, aber er hatte noch nie so mit Frauen zu tun. Okay, ich lasse das Thema jetzt. You got Magnet Missile. Was richtig geil aussieht. Auf dem Bild zumindest. Ja, und das war's mit Magnet Man. Ja, das Ganze läuft so gut, also ich denke, ich beende das auch schon bald. Werde ich hoffentlich beenden. Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part mit... Nehmen wir... Hardman. Nehmen wir Hardman. Bis gleich, liebe Leute. Ich mache mir vielleicht noch was zum Essen, zum Trinken. Oh mein Gott, man weiß es nicht. Nee, mache ich mir nicht. Bis gleich.